Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, das letzte Mal sind wir hier drin stehen geblieben, beziehungsweise wir haben uns hier ausgelockt. Das ist das Haus der Heilerin. Ja, hier liegen Menschen im Sterben, eine merkwürdige Pest ist ausgebrochen und der graue Gunnar, der liegt hier im Sterben. Ach, hey. Und das hier ist die Heilerin, ja, wie heißt was? Du? Wie war's? Sei ruhig, das ist die Astrid. Und schaut mal rechts. Ich habe immer noch die Pest. Die soll mich heilen. Die will aber nicht. Wieso? Egal. Ja, gehen wir nach Dedenfield hier. Oder Dedenhill. Dedenfield. Was soll der Mist? Ja gut, komm. Ladeschirm. Verschwinde endlich. Dich will keiner haben. Ja, ich lese hier gerade Chakrams. Die habe ich das letzte Mal gefunden während der letzten Aufnahme und ich finde die Dinger so geil. Die Teile haben richtig Stil. Ja, und da muss jetzt natürlich hier die ganze Welt laden. Es geht natürlich, das dauert natürlich länger, als wenn er jetzt so eine kleine popelige Höhle betritt. Und hier angelt jemand. Na, von dem will ich nichts. Und ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich gerade nicht weiß, was ich jetzt machen soll hier für eine Aufgabe. Hier leuchtet irgendwas. Und hier habe ich ein Ausrufezeichen. Du musst das Bett hüten. Ich habe auch gerade Husten und ich muss nicht das Bett hüten. Ja, ja, ja. Guten Abend. Kester, ja. Gut, mit dir spreche ich mal. Bei Mitaro. Was zum Teufel wollt... Oh... Hallo, hat der Dios euch geschickt? Kester Barclay, bitte verzeiht, ich wollte nicht unhöflich sein. Diese Krise raubt mir noch den Verstand. Ja, welche Krise? Die Blutpest und die Boggarts verbreiten sich in ganz Glendara. Für gewöhnlich halten diese Biester sich von der Stadt fern. Aber offenbar hat ein Jotun die Boggarts aus ihrer Höhle vertrieben. Oh, die armen kleine Boggarts. Könnt ihr die Seuche kurieren? Das kann ich nicht. Aber Astrid Frisk, unsere Heilerin, kann es. Wenn sie die nötige Arznei hat. Unser Vorrat geht zu Ende. Heute Morgen sollten wir mehr erhalten. Ihr könnt sie fragen, wenn ihr neugierig seid. Ja, die gute Dame wird ja ihre Sachen von uns erhalten. Da braucht sie keine Angst haben. Ja, aber vielleicht kann ich dem Typen hier mit den Boggarts helfen. Ihr seid entweder mutig oder töricht. Aber wenn ihr die Jotun tötet, würden die Boggarts uns vielleicht in Frieden lassen. Also gut, reist nach Norden in die Höhle der Boggarts in Kolzbein und räumt sie. Oder halt die Boggarts. Was kann ich sonst noch tun? Die Jotun aus Kolzbein zu vertreiben, wäre das Beste, was ihr für uns tun könnt. Astrid Frisk könnte gewiss auch Hilfe gebrauchen. Ja, vielleicht können wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Und ich habe jetzt gerade eben auch nicht die Boggarts gemeint, ich habe diese Jotun-Dinger da gemeint. Ach, diese Namen schon wieder hier. Ich hau hier nochmal ganz kurz hier alles kurz und klein. Aber ich kann mal hier die Waffe wechseln. Guck mal hier. Ach, das hat ja Stil. Das Zeug geht ab, du. Ja, und da drin war auch noch irgendetwas. Vielleicht gibt es Hoffnung. Aber auch nur vielleicht. Ja, rein hier. Ja, ich weiß, dass ich eine Krankheit habe, aber wenn die Heiler mir selbst nicht helfen wollen. Seid ihr wegen der Gewerkhalle hier? Murdoch, komm mal her, ich spreche mal mit dir. Hast ein Bier für mich? Die Trankvorräte der Miliz sind aufgebraucht und wir haben vor etwa einem Monat unseren Alchemisten verloren. Also ist es jetzt an mir, für Nachschub an Reagenzien zu sorgen und die Tränke zu brauen. Irgendwie. Ja, welche Reagenzien benötigt ihr? Unser größtes Problem sind die Boggarts. Und gegen sie hilft am besten Feuer. Was wir also brauchen, sind Feuertränke. Aus Zunderzweig und Nachholzborke. Man findet sie im Glendara-Wald, aber für jemanden wie mich ist es dort viel zu gefährlich. Boah, ihr könnt ja nicht hier die kleinen Boggarts, die kleinen tanzenden Boggarts hier mit Feuer bekämpfen. Das ist ja fies hier. Feuer tötet Boggarts? Das ergibt doch Sinn, denkt ihr nicht? Sie sind immerhin hölzerne kleine Dinger. Ja, natürlich logisch. Und ich führe ja auch einen persönlichen Feldzug gegen diese Kreaturen. Die haben mich ja das letzte Mal unterbrochen.
Ja, und natürlich helfe ich dem hier. Ich beschaffe euch die Reagenzien. Ihr scheint tatsächlich zur tapferen, heldenhaften Sorte zu gehören. Nun denn, das Dorf verfügt über die entsprechenden Mittel. Zunderzweig findet man häufig auf diesem höhlenartigen Pass südlich des Sees. Und Napolsborke gibt es in den Ruinen im nördlichen Glendara-Wald. Ja, was braucht ihr gleich nochmal? Das brauche ich den jetzt nicht fragen, denn wir wissen das und der Rest, der interessiert mich gerade einen Scheißdreck. Ein herrlicher Anblick. Und hier gibt es eine Truhe. Ja, gut. Ich bin ja kein Dieb. Ich will ja hier nichts Großartiges klauen. Aber... Was soll das, verfluchte dämliche Bauern? Ialfi Grillrikas wird sich nicht von der Fäulnis dieses Dorfes anstecken lassen. Und jetzt verschwindet, nehmt eure vergiftete Luft und geht mir aus den Augen. Es ist schon schlimm genug, hier eingesperrt zu sein. Was sollte ich noch mit dem machen? Ach du Scheiße, das habe ich jetzt ehrlich gesagt hier vergessen. Ganz kurz mal nachsehen. Irgendwo habe ich da seinen Namen gelesen. Wie heißt er? Ja komm, du Heini da. Was muss ich mit dir machen? Ich glaube, bei dem musste ich irgendwas klauen. Und zwar das Leichentuch. Oder na hier, Medaillon. Ach, ich Depp. So, ich speichere mal sicherheitshalber. Ich will jetzt hier nicht erwischt werden. Ach, hier einfach ein Spielstand. Komm, hopp, hopp. Oder kann ich da schon zurückgehen? Ich glaube schon. So, dann schleiche ich mal. Und schau mal hier rein. Na, eine Rechnung möchte ich nicht haben. Ja, und da hat hier das Medaillon und das versuche ich jetzt auch zu klauen. Und es hat jetzt... Ja, es hat funktioniert. Sehr schön. Ach, hier. In der Truhe war doch auch noch was drin. Ach, hier. Bauernhose kann drin bleiben. Der Rest interessiert mich jetzt wohl mehr halt. Ja, Sprachfehler schon wieder. Ja? Nein? Ja, komm denn. Komm mal her, ich rede mit dir. Es ist mutig von euch, dass ihr nach Didenhil kommt. Dem kleinen Dorf geht es ziemlich schlecht und ich muss das wissen. Ich war im Krieg. Es wäre in eurem besten Interesse, eure Vorräte aufzufüllen und schnellstmöglich wieder abzureisen. Die Blutpest ist schnell, sehr schnell. Eure Frau wartet auf euch. Ihr habt Gisela getroffen? Wie kann das sein? Ich habe doch die Todesnachricht geschickt. Sie sollte eigentlich glauben, dass ich tot bin. Sie darf nicht erfahren, dass ich überlebt habe. Nennt mich einen Feigling, nennt mich, was ihr wollt. Ich bin nicht mehr der Mann, den sie vor so langer Zeit geheiratet hat. Ich bin gebrochen. Ich kann sie nicht den Albträumen aussetzen, den Verwundungen, der Ruhelosigkeit. Ich werde ihr diese Pein ersparen. Eieiei, das ist schon eine der traurigeren Geschichten hier. Der will seiner Ehefrau, er will halt nicht zu seiner Frau zurückkehren, weil er anscheinend nicht mehr der ist, der mal vorher war, vor dem großen Krieg. Ja, und ich werde ihn jetzt versuchen zu überreden. Ich habe zwar nur eine 5%ige Chance mit diesem Gespräch hier, mit diesem Satz, aber ja, ich versuche es einfach mal. Sie hat lange genug gewartet. Das ist leicht gesagt. Aber ich habe den Schrecken des Krieges ins Auge geblickt und nur Tod gesehen. Gisela verdient ein neues Leben. Ein Leben ohne die Bedrohung durch die Tuata. Jede Nacht weine ich um das, was ich hatte und was hätte sein können. Aber dieser Traum ist verflogen. Arme Gisela, arme, arme Gisela. Was ist mit eurer Frau? Sie wird dieses lange Leben ohne mich überstehen müssen. Glaubt mir, es ist besser so. Ja, jetzt müssen wir zu Gisela,
zurückgehen und ihr die traurige Nachricht überbringen, dass wir ihn nicht gefunden haben. Oder, ich weiß jetzt auch nicht, ob es überhaupt funktioniert, kann man die Leute vielleicht hier auch anlügen, beziehungsweise halt ihnen erzählen, dass er doch lebt, nur halt keinen Bock hat zurückzukehren. Was gibt's denn hier drin? Die Gewerkshalle. Und da habe ich nämlich auch so einen grauen Kreis. Hier, bei dem Hallo? Typen. Murder Kane oder Hein. Wenn ihr mich fragt, hat diese Seuche einen ganz klaren Ursprung. Und der sitzt auf der anderen Seite des Sees. Ich rede von dieser Schicksalsweberin. Was braucht ihr gleich nochmal? Zunderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist, sowie Napoleonsbau. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja. Kann ich hier das Gespräch nicht beenden? Ah, und was für prächtige Exemplare. Nehmt dies für eure Mühen. Ach, das war's schon? Nee, glaub nicht. Genau, da. Flammenschlagtränke brauchen wir noch. Jetzt aber schnell raus hier. Ist jetzt hier mit der FPS los. Sie bricht hier gerade ein. Das sieht ja mal cool aus. Und der User, dessen Namen ich wieder nicht aussprechen kann und mir merken kann, der hat mir auch gesagt, hier mit Gemschleifen kannst du ordentlich viel Geld scheffeln und das werde ich jetzt natürlich auch gleich machen und ich verspreche dem User auch mal, beim nächsten Videolog oder so erwähne ich ihn auf alle Fälle. Ich danke ihm zumindest. Na, guck mal her. Durch Gemschleifen kannst du Gem herstellen, diese dann verwenden, um deine Waffen und Rüstung mächtige Boni hinzuzufügen. Hier kannst du Scherben verbinden, um Gem oder mächtige Scherben herzustellen. Diese Option ist gesperrt, wenn du nicht mindestens 2 Scherben besitzt, die du aufwerten oder zu einer Gemme verbinden kannst. Scherbe zu einer Waffengemme verbinden. Ja, hier kannst du beliebige Scherben aus deinem Besitz zu Gem verbinden. Verbindungen verschiedener Art von Scherben ergeben auch unterschiedliche Effekte. Experimentiere mit ihnen. Ja, gut. Hier, haben wir viel. Zack, kommt so etwas raus hier. Plus 15%ige Chance pro Treffer 5 Mana zu rauben. Klingt langweilig. Aber es bringt ja Kohle. Ja gut, Glückwunsch hier. Interessiert mich jetzt nicht. Weiter. Jetzt versuche ich mal so hier eine blaue und oder eine türkise und eine rote zu verbinden. Ist wieder das gleiche. Gelb und lila. Ja, 5 Körperschaden mehr. Ja. Klingt ja immer so schlecht. Hier lila und orange. Durchbohrungsschaden. Ja, und so kann ich jetzt bestimmt hier ordentlich Geld scheffeln. Zack, hier. Das und das mal. Hui, 9% Feuerschaden und 6 Sekunden lang 5 Verbrennungsschaden. Das war jetzt mal was Nettes. Hier gleich noch mehr hintereinander. Was ist das hier? Eisschaden. Okay. Körperschaden. Ich verbrauche jetzt meinen ganzen Scheiß hier. Komm, Junge, beeil dich. Ich will dir ordentlich Geld scheffeln. So, und jetzt könnte ich rein theoretisch das, ja, das hergestellte Zeug hier gleich wieder verkaufen, aber hier. Alchemielabor. Die Chance will ich auch gleich nutzen, wenn ich einmal hier bin. Und... Ach Mist. Ja, ist gut, ist gut. Muss ich mir nochmal genauer ansehen. Jedenfalls, hier habe ich noch gar nichts hergestellt, glaube ich, in der Schmiede. Oder doch? Ein paar billige Sachen. Ach so, ich konnte noch gar nichts herstellen.
weil ich die nötigen Materialien nicht habe. Ja, ist gut, ist gut. Hallo? Und kann ich das gleich bei dir hier verkaufen? Willkommen in unserer berühmten Gewerkhalle. Wenn ihr etwas kaufen wollt, sprecht mit Olin oder mir. Ja, einkaufen und jetzt verkaufe ich mal ganz schnell den ganzen Krafel. Ich schau mal, wie viel Geld mir das bringt. Ach du heilige Scheiße, ist ja ordentlich viel. Ich find's so blöd, irgendwie sehe ich ja nicht, was das Zeug hier bringt. Untersuchen, das ist immer so kompliziert. Jetzt so eine Gemme hier auswähle, untersuche und dann sehe ich, was die da macht. Feuerschaden, Schnee. Eine kann ich davon hier verkaufen, würde ich sagen. Eine nur? Ja. Hier, den Scheiß verkaufe ich ganz. Kriege ja hoffentlich schnell genug wieder Nachschub. Ja, das habe ich geklaut. Das Zeug will die junge Dame nicht haben. Aber hier, den ganzen Gravel. Der ganze Schund hier, der kann weg. Auch der Mist hier, und das werden wohl hier nur Schurken nehmen. Ihr könnt jederzeit gut wiederkommen. Aber dass die Aufnahme hier mir nicht zu langweilig wird, gehe ich jetzt mal ein paar Viecher zu Kleinholz kloppen. Also in jeder Aufnahme muss ja ein Borka sterben. Ja, und jetzt mal ab geht die Luzi. In die falsche Richtung geht sie ab. Nee, darunter wollte ich eigentlich gar nicht. Und ich entschuldige mich jetzt auch schon gleich wieder, denn